So, willkommen wieder bei einer weiteren Folge von Let's Play die Reeperbahn-Simulation. Nachdem wir in der letzten Folge das heiße Eck bombardiert und sabotiert haben. Kann man das hier so schön sehen? Ne, das kann man auf unserer Übersichtskarte ja so schön erblicken. Also das heiße Eck wird jetzt sabotiert. Das Hotel auch, deshalb kriegen wir unser Schutzgeld rein. Die Pizzeria hatte ich auch sabotiert. Noch vor ein paar Folgen. Ja, jetzt gerade nicht im Moment. Okay. Soweit ich weiß, Übersicht verlassen. Hier waren die. Nee, wo waren die? Das mit den Spielzielen ist immer so eine Sache. Ja, hier oben waren die Spielziele. Piepschuh werden wir bald haben, die 90 von 100. Und dann Kiezbrauerei. Werde ich Manager der Kiezbrauerei und bringe diese in die schwarzen Zahlen. Ja, da müssen wir noch einiges fit machen. Vor allem muss ich hier unten renovieren. So, ich wollte mir jetzt das Ausstattungslevel von uns wieder bei Regina mal eben wieder anheben auf 5. So, das haben wir gemacht. Was machen wir in dieser Folge? Ich habe keine Ahnung, ob wir die Pizzeria nicht doch weiterhin sabotieren sollen. Aber auch hier würde ich sagen, wenn dann alles, was 14 Tage dauert, dasselbe haben wir ja auch hier beim Motel 24 gemacht, ne? Da haben wir die 14 Tage Sabotage gemacht. Ja, davon sind noch 9 Tage übrig. 9 Tage lang zahlen die noch 400 D-Mark, das ist eine tolle Geschichte. Ich hätte, war wieder nicht bei den Landungsbrücken. Und heute hätte man 100 Euro zahlen können. D-Mark der Frau zahlen können. Kann man vielleicht im Nachhinein das Schutzgeld noch ein bisschen sogar anheben? Ist das sogar möglich? Nee. Das geht leider nicht. Okay. Ja, gucken wir uns mal wieder ein bisschen die Statistik an. Gestern mit 73 Leuten sogar viel. Wie war es denn bei den Specials? Hat unsere kleine Party da viel gebracht? Es geht. Videokabinen waren wieder recht hoch. Aber wir haben ja auch bei den Videokabinen immense Ausnahmen mit 623. Das ist natürlich deutlich mehr. Egal. Kann man eigentlich... Wahrscheinlich kann man kein Schutzgeld ansetzen, nicht genug unter Druck war. Da muss man einfach immer draufhauen, ne? So, ich bin gerade am Überlegen, ob wir jetzt noch weitere Sabotage machen hier. Um praktisch uns langfristig Geld zu sichern. Und erst dann weiter unser Piepshow ein bisschen pimpen. Ist eine interessante Frage. Ich würde aber nichts mehr unter 14 Tagen machen bei der Sabotage. Ja, das machen wir auch noch hier in Ordnung. So, auch in Ordnung. Bei der Piepshow können wir ja auf jeden Fall noch eine Videokabine bauen, dann haben wir auch noch weiteren Umsatz. Und wir können die Bühne noch ausbauen für 5000. Wir können noch die Lichtshow noch weiter ausbauen, also die Lightshow. Duschen können wir nicht pimpen.
Hier können wir noch die Statue kaufen. Also ist alles noch so ein bisschen erweiterbar alles. Wie sieht es denn hier aus? 3 Kunden, 4 Kunden, 5 Kunden. Ja, läuft bei der Piepshow auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, habe ich mich gerade innerlich entschieden, die Pizzeria ist unser Ziel in dieser Folge. Das heißt noch 3.500 und wir schlagen bei der Pizzeria mal zu und machen da auch für 14 Tage. Dann holen wir uns das Schutzgeld rein, damit wir einfach da an der Stelle eine kleine finanzielle Absicherung haben. Das ist ja auch wirklich krass. 6 Uhr morgens kriegt man das ganze Geld an. Okay, 6 Uhr morgens heißt auch für uns immer Landungsbrücken. Heute ist wieder viel los. Kann man 200 rein investieren. So, ich wollte mal zur Herbertstraße gehen. Ja, ich muss mir noch Kontakt zu Mona besorgen. Näher rangehen. Dame ansprechen, Dame ansprechen. Der Boxlook ist neugierig auf neue Kiezgrößen. Hast du dein Ansehen gesteigert? Wird man dich einladen? Ja, das wusste ich schon. Wenn du die richtigen Accessoires für deine Showgirl suchst, ist Regina theoretisch auf die richtige Adresse. Ja, das weiß ich, bevor ich hierher komme. Also. Ja. Stadionmenü öffnen. Ja, das muss ich ja noch alles holen. Wenn ich den, weiß ich nicht, das notwendige Ansehen habe, dann habe ich was mit den Pauli Kickers zu tun hier. Ich muss jetzt echt regelmäßig hier renovieren. Was cool wäre, wenn die so einen allgemeinen Button gemacht, den man einfach drücken kann, wo man alles auf einmal erledigt. Wollte hier mal nochmal zum Kurier gehen, ob hier noch irgendwas Interessantes ist. Haben wir ja Informationen über Kreditmöglichkeiten brauchen wir nicht. Wir wissen Zugang zum Personalbereich, der Princess X, Piepshow kaufen. Irgendwann machen wir das einfach, weil wir das Geld haben. Informationen über Mona kaufen. Alles zu seiner Zeit. Ist eigentlich irgendwas hier jetzt passiert auf unserem Immobilienmarkt, dass irgendwelche Leute abgesprungen sind? Also Heiße Eck hat mittlerweile auch schon Sachen frei. Anteile. Bei der Brauerei nicht. Da müssen wir demnächst dann auch noch eine stärkere Sabotage machen. Ja, das wird schon. Fünfeinhalbtausend, das heißt, wir können gleich rüber zur Pizzeria gehen und unser Geld holen. Dachte ich. Jetzt ist scheinbar mal wieder die Hölle hier los. Aber auch nur scheinbar. Selbst 6.500, das ist doch nicht so schwer. Vor allem eigentlich nachts machen wir nur noch Plus. Ich könnte das theoretisch auch jetzt machen. Dann kriegen wir sogar noch das Geld damit rein. Ja, zur Davidstraße. Pizzeria. Sabotagemenü öffnen. Und auch nochmal hier ein Erdbeben.
schöne Musik. Ja, gut. So. Jetzt holen wir uns unser Schutzgeld. Mal gucken, wie viel wir hier rauskriegen. Der gibt uns auch 600. Perfekt. Das heißt, wir kriegen schon mal 1600 pro Tag erstmal so rein. Das ist schön. Kann man nicht anders sagen. Ich warte auf die Landungsbrücken. Jetzt geht's bei mir Sabotage um Punkt 6. Ja, Schutztruppe hat's abgewendet. Ich meine, wir sind auch stark genug heute, ja. Keine Ahnung, ob man da 150. Wir geben einfach mal 150 aus. Wir haben schon wieder 3.300 wieder drauf wie in ganzen Schutzketten, so das ist jetzt. Das ist eine Möglichkeit, halt, sich auch finanziell da weiterzuentwickeln. Ich find's cool. Wie lange dauert das eigentlich noch beim. Hier oben die Sabotage? Wie lange dauert die noch? Ah, hier oben, das dauert noch 7 Tage, also. Das haben wir uns abgesichert, das heißt, wir könnten das nächstes auch das Gold Stiletto vornehmen, dann aber kriegen wir überall Geld her. Ja, vielleicht in der nächsten Folge. Das Geld dazu müssten wir eigentlich haben. Cool, das entwickelt sich auf jeden Fall alles sehr, sehr gut. So, 11 Uhr mittags. Heißt, ich speichere ab. Gut, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play die Reeperbahn-Simulation wieder. Macht's gut, Leute, und bis dahin.